So, liebe Biertrinker, liebe Biergenießer, heute zeige ich euch mal, wie man ein Weißbier richtig einschenkt. Ist ja nicht ganz so einfach, viele wissen es gar nicht, wie es richtig geht. Also man nehme da ein ganz tolles Hofbräuhaus Traunstein Weißbier, macht es auf und was ganz wichtig ist, man braucht ein sauberes, frisch gespültes Glas, wo man keine Rückstände drin hat, keine Fettreste oder sonst irgendwas drin hat. Das muss absolut sauber sein, sodass wir da einen schönen Schaum zusammenkriegen und dass das appetitlich ausschaut. So, wir halten das Weißbierglas etwas schräger und lassen das Weißbier da schon schön reinlaufen. Sieht man jetzt schon, schöne Schaumentwicklung haben wir. So muss das noch am ersten Aging ungefähr ausschauen und dann werden wir die gesunde Hefe, unsere wunderbare, obergärige Hefe aufschütten, sodass sie die vom Flaschenboden löst und dann schenken wir noch, dass wir eine schöne Trübung zusammenkriegen. Sieht man jetzt schon, der Schaum ist sehr, sehr feinporig, genauso muss er ausschauen. Ja, und dann warten wir ganz kurz und schütten wir ein zweites Mal auf und dann können wir nur mehr nachgeben. Das heißt, wir können einen Rest aus unserer Flasche noch in das Glas befördern. Jetzt kriegen wir einen richtig schönen Schaum. Schaum zusammen. Wunderbar schaut das aus, da kriegt man gleich einen richtigen Durst und auf das trinke ich jetzt gleich. Prost!